Mein König, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind ja nicht Ruhe! Ich brauche Ruhe.
zurück! Komm zurück und kämpf mit mir! Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle. Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst. Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden. Kroma? Was will er? Keine Ahnung. Er wartet im Dorf auf dich und ist ziemlich schlechter Laune. Hm. Dann gehe ich wohl besser und rede mit ihm. Hallo, Orok. Ah, Hirte. Groma sucht dich. Weißt du, warum Groma mich sucht? Nein, aber lauf lieber, Hirte. Groma sucht schon lang. Was treibst du hinter meinem Rücken? Oh, du meinst wegen... Das kann ich erklären. Ach ja? Ich will einfach nur was lernen. Ich glaub, mein Schaf tanzt. Halt dich von meiner Tochter fern. Von deiner Tochter? Oh, Ivy, natürlich, wir wollen keusch bleiben, bis wir verheiratet sind. Ich will lernen, ein anständiger Mensch zu werden. Du willst meine Tochter heiraten? Ich liebe sie und sie liebt mich. Pah, Liebe! Wenn du Ivy heiraten willst, musst du 3 Prüfungen bestehen, wie es Sitte ist in meiner Familie. 3 Prüfungen? Gut, was soll ich als erstes tun? Du weißt, wo Melgans Grab ist? Im Norden von hier, gleich hinter Knuts Farm. Richtig. Steig in die Gruft, nimm Melgans Dolch von seinem Grab und bring ihn mir. Was wollte mein Vater? Mich prüfen. Dich prüfen? Ja. Hast du ihm von uns beiden erzählt? Ich bin doch nicht bescheuert. Nun, irgendjemand hat ihm von uns erzählt. Und jetzt? Jetzt hole ich Melgans Dolch von seinem Grab, damit wir heiraten können. Du willst mich heiraten? Du mich nicht? Doch. Das kommt nur so plötzlich. Wer könnte uns bei deinem Vater verpfiffen haben? Vielleicht Orok. Du hast Orok von uns beiden erzählt? Nein, er hat uns gesehen und wir haben uns deshalb gestritten. Tut mir leid, Hirte, aber ich kann dich nicht über die Brücke lassen. Ich habe Probleme mit Mole Rats auf meinen Feldern. Bis ich die los bin, sollten alle lieber im Dorf bleiben. Groma will aber, dass ich zu Melgans Grab gehe. Groma, na dann lasse ich dich durch. Das will ich auch hoffen. Pass mal auf, Hirte. Ich mach dir einen Vorschlag. Was für einen? Ich geb dir meinen Knüppel, wenn du die Mole Rats totschlägst, die sich auf meinen Feldern rumtreiben. Her mit dem Knüppel. Ich kümmere mich um die Mole Rats.